dauert das immer so lange? Hallo und willkommen hier. Nee, hier ist ja meine Kamera. Wieso habe ich denn die eigentlich da hingestellt? Moment mal. Das ist aber jetzt auch ein bisschen komisch. So, wenn ich die hier hinstelle. Noch ein Stückchen weiter. Jetzt muss ich mal gucken. Kurz weg. Fällt mein Mikrofon noch um. So, genau, das sieht doch besser aus. Ja, ich muss mich mal. Eben hat es doch noch hier halten. Jetzt muss ich mal gucken, wie mein Ton ist. Eins, zwei, drei. Bisschen leise, oder? Bisschen hier hinschieben. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Gut. Ja, ich habe so ein kleines Kabel hier. Und das ist so dunkel. So ein Scheißwetter draußen. Okay. Ja, nochmal willkommen. Jetzt sollte es ja einigermaßen laufen. So, was machen wir heute? Da Vinci Resolve 17. Habe ich hier schon mal gestartet. Ich habe jetzt schon mal ein paar Tage rumgebastelt und auch mal ein Video gemacht. Neues und bin jetzt auch gerade dabei, mal ein Video zusammenzustellen, so was man alles mit Fusion und 3D und so weiter machen kann. Ja, bin ich jetzt hier schon ziemlich weit, vierte Version schon, habe ich hier schon mal angefangen. Also mit Blümchen. Im Winter, ja, 3D-Texte, das ist immer cool, ja, so richtig schön große 3D-Texte mit Hintergründen. Da kann man schon coole Sachen mitmachen. Das habe ich ein bisschen zu lange gelassen hier. Hier nochmal mit dem DaVinci Resolve Logo. Fusion 3D Text. Was haben wir hier? Ach, Partikel. Das ist alles einfach hier mit Partikeln gemacht. Rauch, hat's das wirklich, habe ich das überhaupt schon mal gemacht oder habe ich das noch nicht gezeigt? Rauch erstellen. Oder machen wir das jetzt gleich nochmal? Oder doch lieber die Tracker? Ja, hier, da bin ich noch nicht ein bisschen, das ist noch nicht so richtig. Weil der Mond hier, der muss vorher schon da sein. Ja, und hier mein Schmetterling mit dem Text. Ja, das fängt so von vorne an. Ja, da bin ich jetzt gerade dabei. Ja, Tracker. Gucken wir uns heute mal die Tracker an. Und holen uns hier einfach mal ein Video. Wenn Tracker, ja, wozu sind die gut? Erstmal. Farbkorrektur, wenn ich Bewegungen im Bild habe, im Video, ja, wie hier, habe ich extra ein paar Videos gemacht mit Schwenks, was man eigentlich auch so aus der Hand nicht machen sollte. Aber um euch das hier mal zu zeigen, so gucken wir mal, ja, das haut ungefähr hin, machen wir mal 10 Sekunden. Das ist immer das Problem, denn wenn die Kamera wackelt, ja, obwohl man eigentlich einen Bildstabilisator hat in den Kamera schon drinne, ja, das aus der Hand so zu machen, okay, und passt auch soweit alles. So, als erstes, was ich hier mache, ist auf jeden Fall erstmal den
Stabilisator nochmal drüber laufen lassen. Oh, das dauert ja nicht lange. Ja, einfach Stabilisation. Das kann man alles hier in der Edit-Page schon machen. Dass der nicht mal so arg irgendwie rumwackelt. Gucken wir mal. Paar Bewegungen nach oben und unten haben wir noch, aber das sollte reichen. Wenn wir jetzt in die Fusion Page gehen, wenn ich jetzt direkt in hier, ist das nicht so gut, weil ich hier jetzt, wo ich mein Video geschnitten habe, ja, hinten habe ich ja ein bisschen was abgeschnitten. Das übernimmt jetzt hier die Timeline im Fusion. Ja, wenn ich den Original hier bis hierhin habe ich geschnitten und hier hinten ist der Rest auch noch zu sehen. Das ist also. Man kann es lassen, ja, aber man kommt da durcheinander denn. Und da geht man einfach hier auf New Fusion Clip. Ja, da passiert nichts weiter. Und wenn ich den nur noch in Fusion hier, ja, dann habe ich meine Timeline hier auch noch korrekt. Vom Anfang bis zum Ende passt das besser. So, was wollen wir jetzt machen? Jetzt will man hier, wollen wir hier, will man hier, wollen wir hier das Schild machen. Ja, hier ist eine Landkarte so von der Stadt. Also ein Hinweis, ja, wenn die vom Bahnhof kommen, gucken können, wo sie langlaufen. Da wollen wir mal jetzt entweder ein anderes Bild oder vielleicht ein Feuerchen drin machen. Ja, also Winter sieht das gut aus. Und dafür braucht man ja, da wir ja hier eine Bewegung drin haben, müssen wir ja unser Objekt tracken. Ja, dass der Bewegungspfad hier oder Bewegungspfad erstellen. Dass wenn ich sonst hier einen Text nehme zum Beispiel. Ja, schreiben wir einfach mal in Aschersleben. So, und verknüpfe das jetzt oder baue das jetzt in meinem Video in. Ja, dann haben wir natürlich das Problem, dass der Text denn da bleibt, wo die Kamera ist. Jedenfalls, wo mit der Kamera mitgeht. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass der Text hier oder das Video oder das Bild hier im dem Schaukasten ist. Ja, also schmeißen wir das mal raus. Das funktioniert so nicht. Und dann gehen wir hier auf unser Media in und gucken mal in unsere Effektbibliothek unter Tools. Haben wir hier ziemlich weit unten Tracking. Da haben wir einmal den Kameratracker, den Planertracker und halt den Tracker. Die zwei untersten, die sind kostenlos, in der kostenlosen Version enthalten. Der Kameratracker leider nur Studio-Version. Ja, das ist immer die schönen, coolen Teile, die kosten dann natürlich dann immer Geld. Ja. Für das, was wir hier machen wollen, reicht uns aber der Planner-Tracker. Da klicken wir jetzt einfach mal drauf. So, und schon haben wir den hier drin. Dann sollten wir gucken, wenn es ums Tracken geht, dass wir mal am Anfang von unserem Video sind. Ja, sonst ist das nicht so ideal, wenn wir da in der Mitte anfangen. So, was haben wir hier alles? Operation Mode, Track, Referenztime, also da, wo er anfangen soll. Das ist ja in unserem Fall hier 0, Bild 0. Dann haben wir Tracker Point. Hier haben wir noch Hybride Point Area. Ja, wenn ich mehr mit der Kamera rumwackle. Perspektive, Translation, Rotation und so weiter. Aber hier brauchen wir eigentlich nichts weiter zu machen. Und hier sehen wir, dass uns jetzt hier noch ein Haufen angezeigt wird. Und zwar hier auch die Click Append, ja, dass ich hier meinen Trackpunkt oder mein Areal, was ich tracken will, hier markieren kann. So, und da machen wir unser Bild mal ein bisschen größer. Oh, und dann gucken wir mal, wo unser Schild ist. Ja, ist ein bisschen groß geworden jetzt, aber da können wir ja hier unten, dass man noch hinschieben, dass wir ungefähr das ganze Bild hier hinkriegen und jetzt setzen wir uns das alles richtig, ja, und jetzt setzen wir uns hier in alle vier Ecken mal unseren Tracker hin und der Schnee, nee, den machen wir mit weg, obwohl das gut aussehen würde mit dem Schnee, ja, wir lassen es jetzt mal so, dass man hier. Und zum Schluss verbinden wir das wohl, ja, kommt der Kreis und dann haben wir hier auch schon mal unser Objekt markiert, was
der Tracker tracken soll. So, wenn wir das gemacht haben, dann wie gesagt, Operation brauchen wir nichts weiter, Referenz Time ist 0. Falls ihr oder das Video woanders anfängt oder das, was getrackt werden muss, dann kann man natürlich hier mit der Timeline seinen Cursor irgendwo hin und den Set und dann zeigt er das an. So, und dann haben wir hier unten unser Tracker Controls. Hier haben wir einmal Step Tracker or Next Frame, also jeder Frame einzeln, nach vorne und das Ganze auch rückwärts. Aber hier klickt man einfach auf Track vorwärts. Das sollte hier ohne Probleme funktionieren. Dann sehen wir, dass der schön unser Bild getrackt hat. Und wir sehen schon hier unten, ja, also hier unsere ganzen Keyframes sind. So, gehen wir mal zurück, gucken wir mal. Ja, sieht doch gut aus. So, was wir jetzt machen können, ist, als erstes können wir uns jetzt hier unser Bild mal noch ein bisschen hochschieben. Und wir können hier unten Create Planar Transform. Wir können uns hier also eine neue Node erstellen, der unseren Truckpfad beinhaltet, wenn wir jetzt zum Beispiel noch einen Text oder irgendwas noch dazufügen wollen. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Aber wir machen jetzt hier mal mit dem Tracker weiter. Gehen wir an unseren Anfang. Und dann nehmen wir hier von Operationsmode, ganz hier oben von Track auf Corner Pin. Ja, und jetzt wird uns hier noch mal so ein Viereck, wie man das eben gezeichnet hat, angezeigt. Und hier in dem Viereck soll dann unser Bild oder Video oder Text. Das soll das beinhalten. Ja, nehmen wir noch nicht hoch groß. Wir schnappen uns erstmal und schieben das erstmal so weit hin, dass das hier so ungefähr passt. Nee, ja, kann man hier rechts und links angreifen, zugreifen, angreifen. Und schieben das hier mal ein bisschen rein. So, und dann machen wir das mal ein bisschen groß. Ah, und dann passen wir das genau so an, dass das hier in unseren vier Ecken bündig abschließt. Ja, ob ich den Schnee jetzt noch mit drinnen lasse, das kann ich ja nachher nochmal entscheiden. Das kann ich immer noch verändern. Also, gucken wir mal. Jetzt weiß ich nicht, dass irgendwie eine Lücke oder ein Spalt. Okay, na, reicht so. Ja, einfach den Corner Pin jetzt hier drauf setzen. Und jetzt habe ich hier im Tracker, Planer Tracker, Corner Pin 1 und kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Text nochmal hole, ja, hier wo Arsch aus dem drin schreibe, hätte ich auch drinnen lassen können. Aber warum so einfach, wenn es so kompliziert geht? So, da habe ich erstmal die Möglichkeit, jetzt hier den Text so reinzumachen. So, bloß wird man sehen, denn ist natürlich noch meine Tafel noch da. Ja, ich kann den zwar jetzt hier so drüber schreiben und mache den mal schwarz. Das hier zwar auch. So, und wenn ich das anklicke, sollte der normalerweise in dem Kästchen stehen bleiben, der Text. Ja, nicht wie am Anfang, dass damit die Kamera mitgeht, sondern dass er da steht, wo ich den hinstelle. So, wenn wir natürlich das andere weg haben wollen, ja, also nur den Text, stellen wir das erstmal hier wohl auf weiß. Und dann holen wir uns einen Background und eine Merge. Verbinden den Background natürlich mit dem Background und den Text mit dem Foreground. Und meine Merge verbinde ich dann mit meinem Tracker-Eingang. Ja, und wie man sieht hier so schön, ist jetzt meine Landkarte hier verschwunden und ist nur noch ein schwarze Tafel mit einem weißen Text. Ja, so einfach kann man halt Objekte ersetzen oder durch andere Teile.
Teile ersetzen. Und wie gesagt, das ist jetzt natürlich nicht nur hier auf Text festgelegt. Brauche ich die Merch jetzt noch? Nicht unbedingt. Ich hole mir mal hier noch ein Feuerchen. Hätte ich auch schon mal hinladen können. Muss ich bloß gucken, wo es ist. Film ASL 9. Nee, das war es nicht. Videoeffekte. Irgendwo habe ich aber mein Feuer hier. Grafiken. Who's Firepack. Ja, nehmen wir das. So, wo haben wir es? Das ist nicht. Ah, hier oben ist es doch. So, schnappen wir das mal. Ah, ich glaube, da brauche ich auch meinen schwarzen Hintergrund noch. Genau. Hätte ich den ja euch wegschmeißen brauchen. Weil das Feuer, sollte man aufpassen, ja, wenn man gerade Feuer so runterlädt, Stock-Videos oder sowas, dass die immer einen Alpha-Kanal haben. Sonst ein Feuer hier mit Greenscreen oder sowas freizustellen. Und, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja? Also holen wir hier auch noch unser Merch und verbinden das, wie wir jetzt das mit dem Text gemacht haben, das machen wir jetzt mit dem Video. Wie gesagt, das ist egal, was wir da nehmen. Warum ist das jetzt alles so clean hier? Achso, wenn ich das hier noch oben habe. So, schieben wir es mal ein bisschen runter, dass man das mal auch mal ein bisschen sieht. Ja, machen wir den Background mal hier hin. Ja, wir haben jetzt hier unser Video auf der 1, unser normales Video. Denn unser Tracker mit Corner Pin. Hier unser Video mit Background. Kommt natürlich nur auf an, was ihr für ein Video habt. Ja, wenn ihr ein normales Video habt, wo ihr jetzt keinen Hintergrund ersetzen müsst, dann geht das natürlich ohne Background. So, dann kann ich mir hier zwischen den Media 2 und der Merch noch eine Transformer-Note holen, dass ich mein Feuer auch noch ein bisschen größer machen kann und hier so ein bisschen anpassen kann. Soll ich denn gucken, weil das fängt da klein an und hört dann groß auf. Gucken wir mal, ob es ungefähr passt. So, dann gucken wir mal auf, läuft der Stream überhaupt noch? Ja, ich bin jetzt nämlich über LTE drin. 29. nächste Woche Freitag werde ich angeschlossen am großen Internet, am schnellen. Okay, Loop. F, gucken wir mal. Ja, einmal frei geworden. Ja, so kann man denn halt. Ja, das Ding hier. Das ist so, das ist eine kleine Lücke. Hätte ich jetzt auch ausfüllen können. Ja, man kann denn schön meine Objekte ersetzen und durch andere. Ja, das ist der Sinn eines Trackers. Oder halt, wenn ich Personen Farbkorrektur machen will und habe da Bewegungen drin, da ist das natürlich auch gut. Ja, jetzt haben wir hier unten ja noch, oder haben wir uns ja noch diese den Planner Transform gemacht. Und da kann ich jetzt zum Beispiel den noch hier dazwischen hauen. War das jetzt richtig? Ich weiß es ja auch nicht. Mal gucken. Text. Den wollen wir verbinden. Nee, das war jetzt nicht so richtig, wie ich mir das gedacht habe. Also hier wollen wir raus. Na, lass los. Also den Planar Transform muss ich mit dem Text verbinden. Dann hole ich mir noch eine Merge. Background. Habe ich hier wieder mein Video, jawohl. Und mache jetzt den Text hier mal mit rein. Ja, und da ich jetzt muss ich mal gucken. Nee, das ist natürlich falsch rum. Erst muss der Text und dann muss der Tracker. Bleibt doch mal hier oben. So. Und jetzt sollte der da stehen bleiben. Genau, jetzt bleibt er stehen. So, und jetzt kann ich mit
Transform-Node, die ich immer dazwischen schalte. Erstmal den Text müsst ihr klarer machen. So, mal gucken, wo wir den hinstellen. Ja, zurück. Hier fängt das Video an. Dann machen wir den mal so drunter, ja, unter den Schaukasten hier. Gut, sieht jetzt zwar nicht so ideal aus, aber es sollte reichen, ja. Und dann habe ich hier auch noch einen zweiten Tracker gesetzt, wo ich meinen Text hier mit tracken kann. Muss ich natürlich nicht nur hier den normalen Text nehmen. Ich kann mir natürlich auch einen 3D-Text nehmen. Wenn ich das hier mal rausschmeiße und hole mir hier mal einen 3D-Text. Sieht natürlich immer cooler aus, ja, wenn man so 3D-Text hat. Den kann ich natürlich hier nicht so einfach dazwischen basteln. Da nehme ich mir einfach eine Image Plane dazwischen. Und dann natürlich noch ein. Ne, brauche ich da eine Image Plane? Quatsch. Guck mal nur zurück. Tracker brauche ich nur. Ach Quatsch, Text. Eine Merge noch und ein Renderer 3D. Ja, und den kann ich denn hier unten drin machen. So, dann mal, jetzt schieben wir das ein bisschen hier nach hinten. So, haben wir 3D-Text, eine Merge, die ist noch wichtig, weil für 3D brauchen wir ja neben den Renderer, brauchen wir ja auch noch Licht und Schatten. So, jetzt passen wir unseren Text erstmal an. Mal gucken, was haben wir hier für schöne Schriftarten. Ja, die sieht doch gut aus. Text ein bisschen kleiner machen. Schwupps. So, da müsst ihr an die Nase noch. Ja, bleibt schön in der Mitte. Jedenfalls da, wo ich mit dem hingestellt habe, kann ich den mal ein bisschen runter. Und damit unser Text auch nach 3D aussieht, habe ich jetzt wohl auch mein Bild. Ja, den machen wir mal da hoch. Und da gehen wir hier mal unter Extrusion. Vorher können wir hier unseren Text mal unter Translation und Rotation kippen wir den mal hier so zur Seite. So, und dann sehen wir nämlich auch hier, wie man das einstellen kann, ja, dass der Text hier ein bisschen dicker wird. So, dann schieben wir das zurück. Ja, und der sieht jetzt halt noch nicht so 3D-mäßig aus. Und da brauchen wir für 3D immer noch ein Licht. Ja, zum Beispiel hier den Spotlight, dann lassen wir uns hier auf der 1 unseren Merge anzeigen. Schalten hier mal das Licht an und ups, hier natürlich unseren Spotlight und ziehen das mal ein bisschen zurück. Ja, und dann sieht das schon gleich viel besser aus. Ja, jetzt sehen wir das und jetzt müssen wir natürlich noch in unserem Renderer. Ja, Render 3D. Hier schalten wir um auf OpenGL. Und hier können wir jetzt noch Licht und Schatten. Ja, jetzt sieht der 3D-Text schon ein bisschen besser aus. Ja, es ist von der Position nicht so ideal. Müssen wir den ein bisschen weiter rüber schieben. Ja, gucken wir mal. Ah, und dann ist der schön hier angetackert. So, ja, das war der Planer-Tracker. Und dasselbe kann ich natürlich auch mit den anderen Tracker machen. Wo setze ich denn mein Bild wohl hin? Hier unten. Schiebe ich das mal ein bisschen weiter hoch. Genau, jetzt sieht man alles. Ja, Planer-Tracker. Okay. Schmeißen wir es also raus. Und
Ah, jetzt habe ich mein Video mitgelöscht. Kein Problem. Dann löschen wir es mal kurz. Wo habe ich meinen Fusion Clip? Ziehe ich mir den mal rein hier. Habe ich mein Video hier wieder. Und dann holen wir uns mal den anderen Tracker. Oh, wo ist er denn jetzt? Ach doch, nee, hier so. Ja, klicken wir mal an. So, der sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus. Ja, und hier haben wir jetzt nicht mehr Möglichkeiten, irgendwas zu markieren, ja, wie wir das bei den anderen hatten, sondern hier haben wir so eine Vorgabe, Tracker, und den können wir hier oben, haben wir einmal hier unseren Wasser alles, also die Umgebung, wo er suchen soll, denn das Objekt, was er tracken soll. Ja, und da können wir jetzt hier uns einen Punkt aussuchen, ja, mit viel Kontrast. Ja, sollte erstmal reichen. Ja, wir sehen das hier nochmal, Tracker 1, hier wo wir die Punkte gesetzt haben, können unseren Suchradius hier noch ein bisschen erweitern. Oder halt den, was er tracken soll. Ja, hier sieht man ja schön, das noch ein bisschen groß, größer machen, kleiner machen. Ja, und da sieht man hier schön in unserem Kontrollfenster. Und hier an der Seite haben wir noch einen Monitor. Und hier kann man gucken, wie genau er getrackt hat. Ja, und hier erscheint dann nachher ein grüner Balken. Und je höher der ist, also wenn der ausgefüllt ist, dann ist das perfekt getrackt. Ja, so. Haben wir eingestellt alles, ja, sind am Anfang, Tracker, hier brauchen wir nichts weiter zu machen erstmal und klicken dann mal auf Trackern. Ja, und dann sieht man, dass der hier unser Objekt genauso verfolgt wie der andere, bloß eben halt ein Punkt. Den wir ausgewählt haben, was er tracken soll, und der hat uns jetzt hier wieder einen Trackpfad erstellt. Und jetzt kann ich hier wieder zum Beispiel meinen Text nehmen. Wie gesagt, Texte, Bilder, Videos, das sehe ich halt. So, und den klemme ich jetzt einfach hier meinen Tracker mit dran. Und wenn hier mein Text noch nicht angezeigt wird, dann gehe ich hier auf Option, was Option? Nee, Operation, Match Move. Ja, und dann sehe ich hier hinten schon meinen Text in der Ecke. Weil ich jetzt auch ziemlich am Anfang bin und jetzt sollte der auch wieder da stehen bleiben, wo ich den hingeschrieben habe. Ja, also im Prinzip ist es halt dasselbe. Ja, er trackt halt den Pfad und kann dann da genau eigentlich fast dasselbe mitmachen wie mit dem Planer-Tracker. Ja, könnt ihr jetzt hier auch mein Video nehmen, hier oben drin schieben, wie ich das eben mit dem anderen Tracker gemacht habe. So, machen wir den mal weg und holen wir uns gleich noch den letzten. Aber wie gesagt, der denn nur für Studio-Version. Das ist der Kameratracker. Der ist natürlich cool, weil der im Prinzip meine gesamte Kamerabewegung trackt. Ja, also die gesamte Weg da, also er trägt nicht irgendeinen Punkt oder sowas, also alles komplett, ja, wird da getrackt mit den Kamera-Tracker. Der ist natürlich noch ein bisschen umfangreicher hier, ja. Haben wir hier einmal Auto-Track, dann haben wir hier Preview Auto-Track Location. Ja, wenn wir das mal anklicken, sehen wir hier, hat er hier schon mal ein paar Punkte gesetzt, was er alles trackt. Dann kann man Bidirektional Tracking, also dass er einmal vor und zurück, also vorne nach hinten. So, und im Prinzip brauchen wir hier jetzt schon weiter ja auch noch stehen zu stellen. Wir können natürlich hier Minimum Future Separation, wenn wir das hier ein bisschen nach unten ziehen, ja, dann setzt der mehrere Trackpunkte, und wenn wir es nach oben ziehen, halt weniger, ja, je nachdem, was wir für ein Video haben. Aber wenn wir wie hier, ja, Haufen Kontrast, also weiß, dunkel, ja, eine Aufnahme, sollte das eher
funktionieren. Ja, Traction, Helligkeit. Hier kann man natürlich auch Red, Grün, Blue oder Luma. Aber Luma ist ja eingestellt. Track Rage, Render. Hier brauche ich also, wie gesagt, eigentlich nichts weiter einzustellen. Ja, außer hier Home Preview, dass ich sehe, okay. Und hier vor und zurück. Und dann kann ich hier schon mal auf Auto Track gehen. Und dann trackt er hier mein komplettes Video. So, ja, einmal vor und einmal zurück. So, dann ist er auch gleich fertig. So, jetzt wird es kompliziert. Jetzt ziehen wir auf Kamera. Ja, was heißt kompliziert? Im Prinzip sollte man jetzt wissen, mit was man gefilmt hat. Ja, ich hier zum Beispiel 25mm Objektiv. Hier kann ich mir meine Kamera aussuchen, werde ich natürlich meine nicht finden. Weil hier Blackmagic Ursa, ja, alles solche. Ich kann natürlich hier auf Ursa gehen und kann das im Prinzip erstmal so stehen lassen. Ja, die 25 Kamera Ursa, einfach erstmal gucken. Ja. Den hier mal einen Schritt weiter auf Solve. Und hier wird jetzt mein Kamerabild, wird jetzt eine Point Cloud erstellt. Also mein Kamerabild wird jetzt sozusagen aus dem Video losgelöst und auf eine virtuelle Kamera übertragen. Ja. So, da klickt man jetzt hier auf Solve und dann legt er auch schon los. Wie gesagt, das nicht wie die bei den anderen Tracker, wo ich bloß einen bestimmten Punkt tracke. Also er trackt jetzt mein komplettes Videobild, das ist auch schon fertig. Und jetzt müssen wir mal gucken, jetzt sehen wir schon, aha, hier haben wir Probleme, hier sind ein Haufen rote Punkte, gelbe Punkte und nur ein paar grüne. Und jetzt haben wir hier Solve Summary, Average Error 1.4. Das funktioniert nicht, das ist nicht gut. 1.4, das sollte unter 0 Punkt noch was sein. Ja? Okay, also machen wir das mal wieder weg. Gehen wir hier auf die Kamera und stellen die mal hier auf 50mm. So, dann lassen wir das gleich nochmal durchlaufen, weil ich habe ja 25mm, Crop Faktor mal 2 sind ja eigentlich 50mm. Ja? Aber eigentlich, wenn es so nicht hinhaut, dann na, mal gucken, was er jetzt macht. Wie gesagt, die Solve-Fehler so immer unter 0, am besten unter 0,4, 0,5, geht immer noch, ja. Also ja, er macht das nicht, es wird nicht besser mit dem Ding. Ist jetzt auch ja, wollen wir nicht näher drauf eingehen, weil das ziemlich, nicht kompliziert, aber da gibt es halt noch jetzt viele Einstellmöglichkeiten, die ich machen kann, aber da kommen wir später nochmal drauf. Ich wollte euch den bloß mal zeigen und wie gesagt, der ist ja sowieso bloß in der Studio-Version. Steht er ja zur Verfügung nur. Ich hole mir jetzt hier meine Merch, ja, und mache hier mal den verbindenden Kameratracker, also eine Merch 3D, und lass mir das jetzt mal anzeigen. Machen wir auf 25, ja, und dann sehen wir schon, was der hier gemacht hat. Ja, hier hinten haben wir unsere virtuelle Kamera und hier dazwischen unsere Point Cloud, ja, unsere Bewegungen hier, das hat er alles und hat das jetzt alles auf eine virtuelle Kamera übertragen. So, und zum Schluss, wenn wir das alles gemacht haben und unser Solve Error steht unter 0, dann können wir hier einmal auf Export gehen und hier unseren ganzen Track exportieren. Dann können wir den Tracker hier wieder abmachen. Den brauchen wir im Prinzip nicht. Das Media können wir auch abziehen. Schieben wir das jetzt alles mal nach hinten. Ah, jetzt habe ich mein Media Out noch vergessen. So. Tracker stellen wir mal hier oben hin. Hier haben wir jetzt wohl auch unser Originalvideo. Ja. So, und hier haben wir jetzt unsere Kamera, ja, unser
Steht jetzt irgendwie auf dem Kopf. Nee, jetzt ist richtig. Ja, das ist, was ich euch eben gezeigt habe. Ja, das ist jetzt diese virtuelle Kamera, die da erstellt hat, der Tracker. Hier unser Merch. Da sollte dann selber angezeigt werden. Dann haben wir hier unsere Point Cloud. Ja, das sind hier die ganzen Punkte, die der gesetzt hat. An der Grundplane. Ja, das ist denn hier in der Mitte, dass ich den Anhaltspunkt habe, wo ich meine Objekte denn hinsetzen kann. Hier habe ich einen Tracker, Kamera-Tracker, das ist ungefähr wie der 3D-Tracker hier. Ja, habe ich auch OpenGL, Render, Light und alles und kann den hier auch noch verbinden. Und im Prinzip habe ich jetzt hier, wenn ich hier mal das Originalbild anhabe, und auf der anderen Seite habe ich mein getracktes Kamerabild. Ja, und hier in der Mitte, wenn man das sieht jetzt hier, weiß ich nicht, ist ein bisschen schwach, haben wir hier die Grundplane. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, halt alle Objekte, ob das jetzt Texte sind oder 3D-Objekte, in mein Video zu integrieren. Ja, oder wenn ich einen Himmel ersetzen will oder irgendwas, ja, machen wir hier mal Aschersleben oder drin. So, gucken wir mal. Normalerweise sollte das stehen bleiben, aber wir sehen schon, dass der hier hin und her geht. Ja, also das ist jetzt nicht richtig gut getrackt. Das sollte so nicht sein. Wie gesagt, darum, er bleibt zwar ein bisschen stehen, aber er sollte eigentlich ja fest an die Nadel da stehen bleiben. Aber wie gesagt, das ist denn halt Studio-Version. Jetzt habe ich mal das Video mit rausgeschmissen, aber nicht so schlimm, wir haben ja unseren. Ja, das war das mit dem Tracker. Und was haben wir jetzt noch? Ach, jetzt habe ich mich hier mal Video. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen was löschen. Feuer, den Fusion-Clip brauchen wir jetzt nicht mehr, den können wir löschen. Meine Wolke brauchen wir noch. Was ist das? Ach, das wollte ich eigentlich für. Ach, da wollte ich eigentlich den Kameratracker mit mal nehmen. Und das jetzt noch machen. Na, egal. Oder doch. Vielleicht funktioniert es ja mit dem besser. Wir holen mal. Zeigt doch mal dasselbe Video. Menschenskinder. Weg. Hier ist doch. So, hier habe ich nochmal. So, mal gucken. Hier fängt die Couch. Ach, die Couch. Das Fenster an. Die Bank. So, gucken wir mal, dass die Bank. Jetzt ziemlich weit. Ne, wir holen bloß die Bank hier. Ja, hier ist es natürlich ideal mit dem Kameratracker. Ja, da muss das Objekt nicht im Bild sein. Wo hat das angefangen hier so zu wackeln? Hier lassen wir das mal hier. So schieben wir die ganze Schose mal zurück. Denn auf jeden Fall Stabilisator durchlaufen lassen. Und dann gucken wir, ob das jetzt mit dem Kamera-Tracker hinhaut. Was noch interessant ist, es sollte auf jeden Fall, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, Particle Illusion Standalone-Version. Da habe ich hier, aber wir machen jetzt erstmal mit dem Tracker weiter. So, gucken wir mal. Ah, sollte hinhauen. New Fusion Clip. Und ab nach Fusion. So, versuchen wir mal das. Können natürlich auch mit String Leertaste Tracker, ja, haben den hier unseren Kamera-Tracker, verbinden wir den Wille, gehen ja am Anfang von unserem Video vor und zurück, machen wir jetzt mal ein paar mehr Punkte, ein paar mehr Trackpoints und ziehen das hier mal ein bisschen größer.
Ja, hier kann ich einstellen, ob er hier nur im Mittelpunkt oder halt auch außen alles mittracken soll. Und dann starten wir mal unser Tracker. So, einmal vor, einmal zurück. Und dann ist er auch schon fertig. Dann nehmen wir von unserer Kamera. Machen hier mal, ich hoffe, ich habe das mit den 25, nicht, dass ich mit den anderen gefilmt habe. Ich lasse es einfach mal so auf Standard. Ich lasse die Kamera hier mal auf Standard. Das 12 hoch und klicke einfach mal und gucke, was passiert. Meistens der einfachste ist das Beste. Da sollte man natürlich immer gucken, ja. Vorteil ist natürlich, man hat eine Kamera, die da mit aufgeführt ist. Oder halt dann gucken, habe ich eine Kamera mit ein fest verbautes Objektiv. Ich habe ja eine Wechselkamera. So 0,17. Ja, perfekt. Was ich mich da rumgeeiert habe. Ja, einfach durchlaufen lassen und hier habe ich Average Solve Error 0,17. Oder ist das eine 8? Nee, das ist eine 0. Ja, und dann sollte das eigentlich klappen. So, hoch. Also hier dann weiter auf Export. Jetzt ziehe ich mal das alles ein bisschen hier hin, weil er das jetzt hier ja eine Seite. Und exportiere mir das alles mal. So, mache das hier ab. Verbinde meinen Kamera-Tracker. Und ziehe das ja alles ein bisschen rüber. Und das kann hier hinten hin. Wie gesagt, den Tracker brauchen wir jetzt im Prinzip nicht mehr. Den können wir ja abmachen. Die Grundpläne brauchen wir, wie gesagt, nur, wenn wir halt Objekte, ja, dass wir gucken können, wo wir sie hinstellen und so weiter. So, gucken wir mal. So. Da haben wir unser Bild und dann gucken wir mal, ob es funktioniert hat. Holen wir uns einen Text. Halt, 3D-Text. Schreiben wir mal drin. Nicht Quatsch, schreiben wir Hallo Welt. Und gucken wir, ob es hinhaut. So, haben wir hier unseren Text. Wie gesagt, hier bei den Kameratracker sind wir nicht, ja, dass wir immer das Objekt sehen müssen, weil wenn das Objekt rausläuft. Oder aus unserem Bild verschwindet, denn die normalen Tracker, die tracken ja nicht weiter, ja. Und der trackt ja auch alles. Ja, hier habe ich mein komplettes Video, hier muss ich nicht irgendwie gucken. So, gucken wir mal. Ja, und das sieht doch schon ein bisschen anders aus. Genau. So, ja, hier habe ich meine Grundplane hier unten. Ja, wo mein Text jetzt hier genau drauf steht. Aber wie gesagt, die brauche ich im Prinzip nicht, wenn ich jetzt meinen Text sowieso irgendwo hinschieben will. So, dann haben wir unseren Text und den können wir jetzt natürlich noch anpassen. Erstes hier Transition, ein bisschen dicker machen. Was ich natürlich noch brauche, ja, ist das Licht. Sollte man beim Text nicht vergessen. Beim 3D-Text. So, gucken wir mal. Dann können wir hier unseren Kameratracker, ja, da können wir ja wie den Renderer auch hier Licht und Schatten einschalten. Und dann unser Spotlight hier schnappen. Das war ein New Spotlight. Ja, wo ist es denn hier? So, na, jetzt habe ich ein bisschen zu weit nach hinten hier schon. Bisschen zurück, wie ich den Text jetzt auch mal sehe. Moment mal, muss ich den mal ein bisschen drehen. Ja, ist richtig. Ja, und dann kann ich den natürlich hier hinsetzen. Ja, zum Beispiel auf die Bank stellen. So, ja, ein Stückchen
Stückchen hoch. Na. Noch ein Stückchen hoch, noch ein Stückchen nach rechts. So, mache ich mein Licht. Das mache ich jetzt mal den Winkel noch ein bisschen größer, dass das hier hinten auch angestrahlt wird. So, und dann sollte der eigentlich hier so auf der Bank stehen bleiben. Naja, er wackelt noch ein bisschen rum. Also müssen wir hier noch ein paar Einstellungen vornehmen. Gucken wir mal am besten jetzt hoch, wenn wir den Text hier unter Transform hier ein bisschen nach hinten schieben. So, gucken wir mal. Na, nochmal. Dreht sich noch ein bisschen größer machen. Naja, es haut schon hin. Ja. So, dann kann ich mir. Ach nee, die Transformer kann ich euch dazwischen klemmen. Die geht ja nicht im 3D. Was hatte ich denn jetzt hier? Ach ja, Text. So, zurück, wieder runter. So, jetzt kann ich ihn eigentlich noch ein bisschen weiter. So, gucken wir mal. Naja, das passt schon. Ja, das ist halt der Kameratracker. Und da kann ich dann halt jetzt jedes Objekt, wenn ich jetzt, kann jetzt auch ein Video nehmen oder hier das Feuer zum Beispiel. Hier muss ich natürlich jetzt eine Imageplane nehmen. Oder eine Sharp 3D. Damit ich das hier auch mit reinbauen kann. So, müssen wir mal gucken, wo das jetzt ist, das Feuer. Ah, da hinten brennt es rum. Ja, hier. Das ist natürlich jetzt das Problem, ja, wenn wir hier Licht anhaben, dass das Feuer dann natürlich ganz anders aussieht. Ja, wir ziehen das jetzt mal ein bisschen hoch. Also machen wir es ein bisschen größer. Ja, wir können das jetzt natürlich hier hinstellen. Ja, sieht man schon, wie sich die Farbe ändert. Jetzt ist natürlich, das muss man natürlich dann so hinstellen, ja, dass das Licht, dass das Feuer vor dem Spotlight steht. Ja, das kann man hier denn im Endeffekt mit der halt, hier ist die Merge. So, gucken wir mal. Moment, hier habe ich meinen. Ja, hier ist der Spotlight hier hinten. Ist das jetzt mein Text oder ist das mein Feuer? Ach, hier habe ich es. Jetzt sehe ich es, genau. Ja, das ist natürlich jetzt. Der Text müsste jetzt vor dem Feuer sein. Ja, müsste ich meinen Text also hier nach vorne ziehen. Jetzt 3D ist natürlich nicht so einfach. Und ich muss die vor dem Feuer ziehen. Und müsste das oder das Feuer ein bisschen weiter nach hinten stellen. Ja, oder ich schalte das Licht eben ganz aus. So, dann muss ich mein Spotlight natürlich auch wieder abklemmen. So, das sieht natürlich nicht mehr so schön aus. Da habe ich zwar mein Feuer hier, aber. Ah, der Text ist denn, ja, wenn man hier mit
3D ohne Belichtung sieht nicht so gut aus. Ja, aber sollte ja bloß mal eine Demonstration sein, wie der Kameratracker funktioniert. So, und wie gesagt, kann ich jetzt hier alles rinbauen in meinem Video, was ich möchte. Hier zum Beispiel habe ich eine schöne Pflanze. Oh, hol mir jetzt hier meine Shop. Dann lassen wir die mal anzeigen. So, mal gucken. Na? Imagepläne. Verbinden die. Wo ist jetzt meine Pflanze? Na, da hinten wächst sie. Okay. Point Cloud, das brauchen wir ja eigentlich auch nicht. So, haben wir unseren Text, unser Licht. Und was war das? Ach, das war das Feuer. Und hier haben wir jetzt unsere Pflanze. Dann stellen wir die mal ein bisschen, so, ein bisschen runter. Ah, die verschwindet ja jetzt aus dem Bild. Das sind natürlich. Muss ich die mal ein bisschen weiter nach hinten schieben. Ja, müsste die jetzt natürlich, müsste ich die Pflanze beleuchten. Aber ja, das sehen, da kann man leider, ja, ich kann eben alles hier rinknallen, wenn das alles richtig getrackt ist in meinem Video. Aber da sieht man schon, das ist schon ein bisschen. Ja, das hier dennoch noch ein bisschen ins Professionelle schon. So, was wir uns noch angucken, sind 3D-Objekte. Ach Quatsch, 3D-Objekte, 3D-Schriften. Dafür hole ich mir hier meine Fusion-Komposition, schiebe die mal hier auf. Bisschen Zeit haben wir noch. Na, 10 Sekunden sollten reichen. Auf 10 Sekunden. Ja, aber einer zu viel. So, ab nach Fusion. Dann holen wir uns hier einen 3D-Text. Schreiben jetzt hier mal Hallo Welt. So, und für einen 3D-Text brauchen wir denn immer, auf jeden Fall ist unser Text, denn einen Merge und einen Renderer 3D, der uns das Ganze denn hier rausrendert. So, hier beim Text, wie gesagt, immer auf Erosion, ach Quatsch, auf Extrusion, den ein bisschen dicker machen, denn in der Merge. Ein Licht dazu. Die Merge können wir uns denn hier anzeigen lassen. Ja, sehen wir ja wohl unser Text. Hier unser Licht. Also wird man natürlich im Renderer hier wohl Licht und Schatten einschalten. Das machen wir ein bisschen kleiner. So, ziehen wir das mal. Ah, das muss aber noch ein bisschen. Ziehen wir das mal ein bisschen weiter zurück. So. Und jetzt können wir unseren Text natürlich noch ein bisschen, unsere Transitions ein bisschen kleiner machen, so, dass wir den auch mal sehen. Hier kann ich natürlich jetzt noch, sollten 3D-Text immer noch ein bisschen so angewinkelt lassen. Ja. So, dann schalten wir uns mal hier das Overlay und damit
der Text auch noch cool aussieht, können wir uns hier noch eine Imageplane dazwischen machen. Ja, so eine Art Hintergrund. Und dann sehen wir schon, dass die Imageplane, die ist jetzt hier genau in der Mitte, ja, zwischen, weil ich meinen Text hier ein bisschen schräg gestellt habe, hängt die natürlich jetzt hier genau dazwischen. Und da schnappe ich mir die einfach und mit der Z-Achse kann ich die hier ein bisschen nach hinten schieben. Wie gesagt, ich kann das hier auch alles in meinem 3D-Arbeitsraum machen. Ja, wenn ich die hier nehme, ja, kann ich die hier hinstellen, wo ich sie brauche. Dann mache ich die noch ein bisschen größer. Nicht zu groß, damit der Text hier rechts und links dann nachher noch ein bisschen drüber. So aus dem, ja, so 3D, ja, dass das hier so rausragt. So, den Winkel kann ich jetzt noch ein bisschen, dass das ja nicht mehr so rund ist, dass das eckig bleibt. So, dann kann ich hier noch ein bisschen Licht mal verändern. Halt, jetzt habe ich das alles gemacht. Nee, 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 das wollte ich nicht machen. Zurück die Imageplane. Die wollte ich immer in anderer Farbe eben. Und wenn das hier in der Mitte noch leuchtet, ja, kann man hier im Specular unter Intensity das ausschalten. Ja, und durch den Spotlight haben wir jetzt hier auch schön Schatten. Ja, sieht man schön, wenn man hier das Licht mal hin und her schiebt. Ja, wie hier. Einen schönen Schatten auf meinen Hintergrund, besser gesagt auf meine Imageplane. Ich habe jetzt hier natürlich auch die Möglichkeit, hier in der Imageplane, ja, zum Beispiel hier mal ein Feuer und das hier hinten mit dran zu machen. Ja, das sieht natürlich jetzt ein bisschen grün aus, aber das liegt halt an meinen, dass ich hier schon mal eine Farbe verändert habe. Da sollte ich natürlich, wenn ich externe Objekte, also externe Sachen hier, kann ich ja beim Text oder die Imageplane, da kann ich halt Videos, Texte, ach Quatsch, Texte, Bilder, ja, das kann ich ja alles, die Imageplane als Farbe, ja, ich muss hier nur eine Farbe, also ich kann dann im Hintergrund, wie jetzt zum Beispiel hier das Feuer, dass das hier so im Hintergrund brennt und kann mir hier noch, damit das Feuer noch ein bisschen cooler aussieht, kann ich mir hier mal ein Klo holen. Ja, sollte man mal Feuer immer machen. Ein Klo noch dazwischen. Und, ach hier ist er. Ja, kann mir das noch ein bisschen sitzen und dann die Helligkeit. Sollte ich natürlich nicht so, ja, wenn ich das zu hoch mache, dann sieht das nicht mehr schön aus. Ah, jetzt ist es natürlich wieder von vorne angefangen. Also lassen wir das mal auf Standard. Das auch nicht so viel. Kann mir natürlich das hinsetzen, wo ich will. Auch mit noch einem Transformer. Ja, kann das ein bisschen größer machen. Sollte es dann natürlich halt. Solltest du natürlich bloß wohl ins Bild schieben. So. Ja, und jetzt haben wir hier unser 3D-Text mit dem Feuer im Hintergrund. Und den Text, den nehmen wir jetzt auch noch im Bild. Quatsch, einen anderen Hintergrund. Dazu suchen wir uns jetzt hier einfach mal an. Bild raus. 3D. Steine. Hier haben wir schon eins. So, da können wir hier auf unseren Text gehen. Ja, Text 3D. Auf Shading. Und hier auf Typ. Kann ich hier auf Image gehen. Und dann sehe ich, habe ich hier einen neuen Einhand gekriegt und kann dann hier mein Bild. Ja, wie gesagt, da kann ich auch jedes Bild nehmen. Man kann auch richtige Texturen nehmen, wo man dann noch, wie bei der Erde, ja,
Höhen und Tiefen, ja, dass jetzt hier die Steine, dass die denn so ein bisschen rausstehen würden, ja, das wäre natürlich noch besser, aber da muss man sich natürlich dann noch ein bisschen was hier zusammenbasteln, wie gesagt, mit der Blin und kann mir dann die Texturen und Bumpmap und sowas, ja, kann ich mir alles und das kann ich dann aber nicht direkt hier dran basteln. Dazu nehme ich mir denn eine. Das muss ich mal überlegen. Material. Irgendwas mit Material war es. Replace Material. Genau das. Ja. Material Replace. Und das kann ich nicht. Ja, jetzt ist es eigentlich sinnlos. Ja, funktioniert doch nicht. Aber mit dem Replace Material kann ich mir dann hier halt direkt in den Text denn andere. Wie zum Beispiel von dem Blinden, ja, den, das ist ja 3D alles und das ist ja kein 3D hier, das Video. Und mit dem Replace-Material kann ich mir ja 3D-Sachen hier mit in meinen Text zeige ich euch nochmal. Da muss ich aber erstmal was finden, weil ich habe bis jetzt noch nichts Vernünftiges gefunden. Die wollen alle Kohle haben für die Material, die Erde, ja, es ist eins hier. Aber die sieht ja denn nicht aus, wenn man hier das in den Text integriert. So, und was jetzt noch cool ist, oder was ich herausgefunden habe, ist, wenn ich den Text, den habe ich jetzt so stehen, ja, der bewegt sich nicht. Ich könnte den zwar jetzt hier ein bisschen hin und her bewegen mit meinen, ja, kann ich auch direkt im Text machen, ja, dass der so sich einmal dreht und eine Achse, ja, aber das ist, ja, ich sollte dann eigentlich oh, schön anpassen. Oh, noch ein bisschen größer. Oh, kann ich auch ein bisschen nach hinten kippen. Ja, dass der 3D-Effekt da ein bisschen zum Vorschein kommt. So, und wenn ich jetzt hier zwischen dem Media und meinem Text eine Transform-Node mir mit reinhole, dann gucken wir mal hier, sagen wir mal hier bei Bild 40. Gehen auf den Transform-Mode und unter Sieze stellen wir die mal ganz klein. Denn hier mal, dass es schön lange dauert, hier bis Bild 120 und stellen die Größe wieder auf normal zurück. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Habe ich ja kein Keyframe gesetzt? Nee. So, kein Keyframe. Okay. Bild 50. Transform. Genau. Größer. Keyframe setzen. Nicht vergessen. Sonst funktioniert es nicht. So, und dann nehmen wir bis Bild 160. Und Keyframe. So, und dann wird das jetzt hier so schön eingeblendet. Das mal weg hier. So. Ja, und jetzt wird man. Es dauert natürlich ein bisschen, ja, wenn man 3D. Das ist natürlich. Nee. Machen wir es hier einfach mal. Warten wir, bis der hier durchgerendert hat. Ja, und dann kommt mein Text durch die Transform-Node, dass der erst klein ist und groß ist. Da kann man, je nachdem, was man für den Hintergrund hat, Wolken oder irgendwas oder mit einer. Neues mit der Noise Note, fast Noise Note. Ja, da kann man schöne Effekte machen, dass der Text sich denn so aufbaut. Das sehen wir gleich, wenn er fertig gerendert hat. Weil 3D dauert natürlich immer ein bisschen, meine 16 GB. Okay, um 1 schon wieder. Naja. Aber wie gesagt, ab 9:02 ab nächste Woche Freitag, da habe ich dann mein richtiges Internet, volle Geschwindigkeit, dann kann ich auch gucken hier, ob wer schreibt oder ob ihr Fragen habt zu Fusion, 3D-Animationen. So, gucken wir mal. Ja, dann baut sich der Text halt so, dass es halt, ja, schönes Feuer im Hintergrund. Das kommt natürlich immer darauf an, was man da denn halt für einen Hintergrund hat. Ja, man kann es mit jedem machen.
Aber ja, sieht zwar auch cool aus, aber wäre natürlich besser, ja, wenn man ein schönes großes Feuer hat. Nicht eins, was sich aufbaut, das müsste dann immer brennen. Durchweg und nicht, dass sich das so aufbaut, jetzt das Feuer. Und dann kann ich den schön, dass der Text so brennt und sich so aufbaut, ja, wie hier jetzt mit dem Bild. Und das kann ich hier, wie gesagt, jetzt einfach mit der Transformer-Note machen. Ich weiß nicht, ob es mit einer anderen Note hochgehen würde. Ja, und hier Transformer und dann einfach die Größe. Und dann baut sich der Text hier langsam auf. Da ist dann halt egal, was ich da für ein Bild nehme. Ja, ich habe jetzt hier, ne Quatsch, das ist das Feuer. Ach, das sind ja die Transformer. Die ja gekeyframed, genau, die ist nicht gekeyframed. So, ja, hier haben wir unsere zwei Keyframes. Und dann natürlich, ja, mit dem Licht, das ist immer so eine Sache, wenn man Feuer und Licht noch hat. Ich weiß nicht, habe ich das jetzt an? Ja, ich habe es noch an. Und dann hat man natürlich den Schatten hier hinten nicht mehr. Und ich nur meine Image Plane hier mal drin mache. So, ja, das dauert natürlich hier ein bisschen. So, habe ich meinen Text. Und normalerweise sollte der Text hier eigentlich über die Kante raus. Aha, das ist ein bisschen clean. So, ein J. Na, noch ein bisschen größer kann er. Und noch ein bisschen zurück. So. Ja, und die Imageplane, die kann ich dann, wie gesagt, kann ich auch ein Bild nehmen und halt, oder jetzt hier die Farbe ein bisschen, ja, dann sieht das natürlich noch ein bisschen besser aus. Ja, ein bisschen weiter halt oben ist er noch. So, dann habe ich da einen schönen Hintergrund. Kann ich natürlich auch ein Foto nehmen. Wie gesagt, oder ein Video. Feuer braucht man jetzt nicht mehr. Kann man rausschmeißen. Ja, und dann baut sich der Text schön auf. Ja, wir sind ja bei 5,1 Frames. Sieht natürlich dann nicht so cool aus, als wenn das in Echtzeit ablaufen würde. Ja, aber das habe ich denn hier schon mal, wenn das fertig ist. Ja, dass man hier so den Text. Ja, kommt dann immer darauf an, was man für ein Hintergrund Video nimmt. Oh, was war das hier? Das war, glaube ich, ist mit Feuer. Ja, dass man hier so das Feuer hat. Und dann hinten die 3D-Schrift. Die kann man entweder, lässt man sie, ja, wenn der Text so eingeblendet wird, die kann man natürlich auch wegmachen. Den Schatten. Ja, muss man halt bloß das Richtige. Ja, so ungefähr. Ja, ist ein bisschen jetzt. Nee, hätte schon mal weg. Nee. So, ja, das war die Sache mit den 3D-Texten. Tracker haben wir auch schon mal durchgenommen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt oder irgendwas nicht verstanden habt, dann schreibt einfach einen Kommentar. Ich kann jetzt natürlich nicht gleichzeitig, wenn ich Livestreams mache, gucken. Gut, ich könnte das Handy jetzt anmachen noch. Aber das ist alles so clean, da achte ich sowieso nicht drauf. Und wenn ich ab nächster Woche Freitag oder vielleicht auch schon vorher Menschen das Internet, dann kann ich das hier noch mit meinem Monitor mitgucken. Gut, das war es erstmal gewesen. Was wir das nächste Mal machen, weiß ich noch nicht. Mal gucken.
wie ich Zeit und Lust habe. Ja, dann können wir vielleicht mal uns hier ein bisschen mehr mit. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal runterladen. Und zwar, ja, jetzt habe ich es sonst ausgemacht. Hier oben soll es sehen. Ich hatte doch hier ein Foto gemacht. Bildschirmfoto. Ja, Partikel Illusion Standalone Anwendung. Ja, das ist kostenlos von Boris FX. Und hier kann man sich dann coole Partikeleffekte zusammenstellen. Stelle ich mein Bild wieder hin. Ja, hier ist nicht so gut. Ja, hier hat man zum Beispiel Feuer, Feuerwerk, Geometrie, Natur. Ja, hatte ich eben schon mal. Ich weiß, muss ich. Ach so, ich muss das erst wohl mal auf 3D umstellen, sonst sieht das hier an der Seite irgendwie. Ja, kurz ausmachen. Ich glaube, wenn ich es auf 2D habe, jetzt habe ich es auf 3D. Warum ist das jetzt so groß? Ich habe jetzt irgendwas verstellt. Moment mal. 2D. Oder habe ich hier irgendwas verstellt? Nee, das Background-Farbe. Wieso ist das zu groß jetzt hier? Motion Blur. Background Image. Warum ist das so groß? Das sollte doch nicht so riesig. Das ist alles viel zu groß hier. View, Projekt-Settings. Motion Blur. Habe ich hier was verstellt? Nee. Irgendwas habe ich jetzt hier falsch gemacht. Irgendwas verstellt. Ach hier, Emitter Zoom. Oh, wie bin ich denn da drauf gekommen? Moment mal, 100%. Ah, jetzt muss ich das Grün wohl wegmachen hier. Schwarz. Ja, jetzt sieht es leuchtend aus. Ich bin ja irgendwie auf den Zoom gekommen. Ich habe mich schon mal gewundert. Also kann ich das auf 2D lassen, weil das immer ein bisschen. Bei 3D braucht er natürlich übelst Rechenleistung. Ja, man kann ihn hier schön durchgucken. Ja, Feuerwerk. Ne, was bin ich denn jetzt? Explosionen. Ja, das sieht aus wie Feuerwerk. Das ist Feuerwerk. Ja, was habe ich noch? Geometrie. Ja, hier schöne Hintergründe. Und wie gesagt, das ist kostenlos. Man hat bloß in der kostenlosen Version halt nicht die Möglichkeit, hier sich ein Hintergrundbild anzeigen zu lassen. Ja, wir haben jetzt hier Composite Over Black oder halt das. Und Composite Over Frame und Video, das sieht nur in der Vollversion. Hier habe ich noch so eine Grafiken. Was mache ich denn hier jetzt? Nee, ich will das nicht hier drin haben. Irgendwie ist jetzt wohl noch Wurm drin hier. Moment mal. Magie. Ah, das sieht auch cool aus. Wieso habe ich jetzt hier was? Ich habe da hier irgendein Ding drin. Was ist denn hier drin? Hier ist doch ja auch nichts. Leer 1 Position. Moment mal.
ganz wichtig. Na, hat er bestimmt. Okay. Ja, hier kann ich mir den Haufen schöne Sachen raussuchen. Laub, ja, kann mir eine Pflanze, Sand, ein Tornado. Ja, kann ich mir alles zusammenbauen. Schöne Blätter, wo waren hier dieser gut aus? Hier, wenn die immer hier schön wachsen. Ja, ich habe irgendwas habe ich schon mal vorgestellt. Ja, mein Punkt ist, wenn ich den hier anklicke, dann ist der irgendwo hier unten. Das haut er ja auch nicht hin. Fit. Ach Mann, ich weiß es nicht. Gut, gucken wir uns die Blume noch an. So, und habe dann hier natürlich meine Einstellungen, ja, dass ich hier alles wie in Fusion Partikel, ja, kann ich hier Nummern, Lebensdauer, Geschwindigkeit, ja, wenn das zu schnell geht, hier ein bisschen zurückziehen. Die Pflanze ein bisschen kleiner, ein bisschen langsamer. Und in der Vollversion habe ich natürlich die Möglichkeit, ja, das direkt aus Resolve zu starten und habe dann meinen Hintergrund, kann dann alles inbauen, so wie es will. Ja, kann man hier das nächste ranziehen. Aber da gucken wir das nächste Mal. Ja, da beschäftigen wir uns mit beim nächsten Livestream mit Particle Illusion. Gut, das war es erstmal gewesen für heute. Machen wir jetzt erstmal Schluss. Habe ich auch noch meinen Dings hier ausgeschalten. So ekelhafter Wiener Geißen. Aha. Ja, hier ist auch schon